Heute sind wir wieder mal in tierischer Mission unterwegs. Wir suchen sie. Wir suchen liebe Familien, die liebe Tiere aufnehmen. Hier kommt schon eine ganz liebe Katze zu mir und möchten heute ein paar Katzenkinder vorstellen, ein paar Kater vorstellen und auch noch einen ganz tollen Hund. Und vielleicht sind sie ja die richtige Familie für das richtige Tier. Wir haben jetzt den Bodo hier. Was ist denn der Bodo für ein Hund? Der Bodo kommt aus einem Tierheim, und zwar aus dem Tierheim Bremen, und stammt ursprünglich aus einem Tierheim in Rumänien. So, der wurde also vermittelt in Bremen, und die Besitzer, die den übernommen hatten, die haben den weitergegeben, also haben sich um den nicht mehr gekümmert, und so ist er irgendwann hier gelandet. Und bei einer tierlieben Frau, die den aber nicht behalten möchte und nicht behalten kann, aber sie bewahrt ihn auf für jemanden, für den der Bodo richtig ist. Und da würde ich vielleicht gleich mal sagen, was wir uns so vorstellen. Genau. Was für eine Familie, ja. Also der Bodo ist ein sportlicher Hund, der ist genau 2 Jahre alt, im August hier 2 Jahre geworden. Und er ist ein bisschen ängstlich. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es etwas Neues gibt. Aber wenn man sich um ihn kümmert und sich auf ihn einstellt, ist er eigentlich ein super Hund. Es dauert bei ihm aber alles ein bisschen länger. Er kann also mit Menschen gut umgehen, er kann auch mit Kindern gut umgehen. Aber es ist natürlich, wenn Kinder da sind, muss man natürlich einiges beachten, nicht? Also da ist der Futternapf tabu, da ist das Körbchen tabu. Und wenn man das so beachtet, ist er eigentlich ein ganz prima Hund. Und wenn er sich mal so richtig eingewöhnt hat, dann wäre er bestimmt für Agility oder für sportliche Leute ideal. Also viel Trubel kann er gar nicht vertragen, wegen seiner Unsicherheit. Die Leute, die jetzt den übernehmen würden, die müssten sich also wirklich erst mal Zeit nehmen, damit er endlich sein endgültiges Zuhause bekommt. So, jetzt haben wir zwei ganz Verrückte hier. Nein, nicht wirklich, ne? Sind halt noch ganz klein, also sind noch 2 Babys, 2 Katzenkinder. Was ist denn die Besonderheit an den beiden? Ja, das ist Pat und Patterson. Das sind 2 Kater? Ja. Die sind jetzt 12 Wochen alt, wurden jetzt schon geimpft, entwurmt, entfloht, gechippt auch und suchen jetzt ein neues Zuhause. Entweder zu einer Zweitkatze dazu oder als, Einzelkatze. Katzenkinder sollte man schon immer 2 haben. Na, entweder dann vielleicht auch zusammen, das wäre natürlich noch schöner für uns. Ansonsten sind die total lieb, total verschmust. Die waren bis zur 11. Woche bei der Mutter. Das heißt, die haben auch ein gutes Immunsystem. Na, Katzenkinder, die jetzt ohne Mutti aufwachsen, haben ja dann wirklich nicht so ein gutes Immunsystem. Das sind jetzt 2 von 15 Katzenkindern, die wir zur Vermittlung haben. Zurzeit viele Kater. Mhm. Na, ja, und die suchen halt alle ein tolles neues Zuhause, wo sie endlich ankommen und wo sie endlich ihr Leben verbringen können. Schön. Und wen haben wir jetzt hier? Das ist der Findus. Der Findus ist eine Fundkatze aus Ortrand. Er wurde vor den Blöcken gefunden mit Katzenschnupfen, also der war in nicht sehr gutem Zustand. Die Familie, die das uns mitgeteilt hatte, hatten dann versucht, ihn aufzunehmen, nachdem wir ihn beim Arzt vorgestellt haben und alles schick war. Da aber der kleine Junge eine Allergie hatte gegen Katzen, musste er wieder zu uns zurück. Und er ist ein ganz kleines, aufgewecktes Kerlchen, der ist circa 2 Jahre. Kerngesund, geimpft, geschippt, alles schicko, und er sucht ein liebevolles Zuhause mit Freigang. Mit Freigang. Der Findus ist so ein kleiner Strolch, der möchte auf Bäume, mal eine Maus fangen und mit anderen Katzen spielen. Aber er ist ganz gemütlich, kommt auch nachts rein schlafen, aber sucht eben wirklich ein liebevolles Zuhause. Am besten eine Hand für sich ganz allein wäre schön, aber mit 2 Katzen geht's auch. Verträgt er sich. Also ja. Ist alles offen hier an der Stelle? Alles offen an der Stelle. Der sucht eben, also er möchte gerne Endstation finden. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, weil das wirklich ein herzzerreißendes Kerlchen ist. Jetzt haben wir einen ganz hübschen hier mit einer ganz besonderen Farbe. Das ist ein Perser-Mischling, das ist unser Persi. Persi ist jetzt 2 Jahre alt, wurde mit seinem Kumpel Mowgli gefunden und
sucht jetzt ein neues Zuhause mit gerne mit Freigang. Die kommen von draußen ursprünglich. Aber eben das Problem ist, also wir hätten den Parsi schon lange mal vermitteln können, aber er kann nicht ohne seinen Mowgli. Und der Mowgli ist ein getigertes Katerchen auch, also sind beide kastriert. Also alles gut, die suchen halt leider Gottes zusammen ein Zuhause. Und das ist für uns immer die Schwierigkeit, zwei Katzen gleichzeitig zu vermitteln. Ne? Daher versuchen wir jetzt über euch. Vielleicht finden wir eine tolle Familie, die den Freigang bieten kann. Ein Problem hat der Parsi leider, er hat ein kleines Herzproblem. Der wird jetzt zurzeit tierärztlich versorgt und wir versuchen den jetzt auf Tabletten einzustellen. Das wird er auch nehmen, also da denke ich jetzt nicht das Problem. Er reagiert halt auf viele Sachen, was er nicht kennt, na, wo er sich erschrickt und so. Deswegen sollte es vielleicht auch eine ruhige Familie mit älteren Kindern, nicht mit so einer ganz kleinen. Und ansonsten denke ich, sind die Beete pflegeleicht. Na. Den Mowgli muss man sich halt noch ein bisschen ziehen. Er ist halt noch sehr zurückhaltend, schüchtern. Aber mit dem Parsi zusammen wird das werden. Wenn man viel Geduld und Zeit investiert in die kleinen Mäuse, denke ich mal, kriegt man das hin. Ich wäre der Meinung, lieber als Wohnungskatze. Er kommt in der Wohnung wunderbar zurecht. Klar ist er neugierig, aber er ist dort ruhiger aufgehoben. Okay. Als wenn er draußen jetzt mal Auto oder so, da habe ich... Große Wohnung mit Balkon. Große Wohnung, ja. Ne? Wär mir ganz lieb. Natürlich, er könnte auch mit dem Mowgli raus, wenn man weiß, dass das Grundstück gesichert ist und ihm keine Gefahr irgendwo besteht, dass er sich wieder erschrecken muss. Ist es eine ganz tolle Katze und der Mowgli mit. Also die beide schlafen bei uns im Bett, wie es sein muss. Und die vertragen sich auch mit den anderen Katzen. Es ist alles schick. Das ist wirklich, das Pärchen ist ein wunderschönes Pärchen. Und ich gönne es jedem, der ein Händchen hat für so eine süße Katze. Jetzt haben wir eine Katzendame. Sie ist etwas ängstlich, weil sie jetzt gerade von drinnen kommt und sie mal hier draußen zu uns stoßen durfte. Wer ist das denn? Das ist die Fine. Die Fine ist jetzt ein Jahr alt, ist Mutti, ist eine Mutterkatze von uns. Unsere Katzenkinder natürlich sind alle schon vermittelt und jetzt sucht natürlich auch die Mutti ein neues Zuhause. Fine ist ein wenig ängstlich, na, braucht ein bisschen Zuneigung, bis es dann klappt. Aber dann ist sie eine ganz liebe, verschmuste Katze, unkompliziert. Und ist auch schon kastriert, ist alles komplett fertig und ja, sucht jetzt halt eine neue Familie. Kann auch mit Kindern sein, also die ist wirklich sehr unkompliziert. Also da ist wirklich gar nichts, was man an der Katze bemängeln könnte. Die ist halt sehr ängstlich. Ne? Die muss erstmal, wenn die ins neue Zuhause kommt, wird sie sich auch erstmal ein paar Tage verstecken. Und dann, denke ich mal, wird das schon werden. Also man braucht ein bisschen Geduld mit der Katze, aber ansonsten, wenn sie dann Vertrauen gefunden hat an den Leuten auch, und dann denke ich mal, gerne auch mit Freigang, denke ich mal, das würde auch nicht, sie kommt ja ursprünglich von draußen, sehe ich jetzt nicht das Problem. Ne? Aber sie kann auch Wohnungskatze bleiben, also sie macht nichts kaputt oder so. Ganz unkompliziert. Ganz unkomplizierte Katze. Jetzt haben wir Ihnen gerade tolle Tiere vorgestellt, die ein neues Zuhause suchen. Es gibt allerdings noch eine andere kleine oder auch große Herausforderung, die Südbrandenburger Tierfreunde hier zu bewältigen haben. Worum es da genau geht, das sehen Sie dann später in einem unserer nächsten Beiträge.